landen in Kürze auf der Insel Kapados. Ihr Flugkapitän Thomas Stipsitz, das Orpheum Wien-Team, der Bürgermeister der Stadt Wien sowie auch der Papst bedanken sich recht herzlich bei 240 Zuschauern. PS, Chamis ist tot. Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τρίαμβος για τον Κύπριο τενίστα Μάρκο Παγδατή, ο οποίος σε έναν απίστευτο αγώνα κέρδισε τον Αργεντινό Νταβίδ Ναλμπαντιάν, που είναι νούμερο 4 στον κόσμο και προκρίθηκε στο τελικό του Αυστραλιανού Open. My friend, what's your name? Thomas, nice to meet you. My name is Vangeli. Nice to meet you. Where you come from? Austria. Oh, I know Austria. Shit fucking weather, but good people. And where from Austria you come? What is Stinaz? Nice country, huh? Stinaz. But I remember, Stinaz, they have no Freibad. Yes, my friend. Yeah. I read it in the newspaper. Yes, yes. Hey, is this your first time in Greece? You have been to Rhodes, okay. Karpados is better. The beach here is better. And no charming people. How you say? Pievke. Hey, Thomas, if I had the charming people in my taxi, should I say, hello, PFK? No, you are joking, my friend. Michali, Michali, is it better, manos? Kala, kala, thanks for the warm vadia. It's a friend of me. Thomas, my best friend. Hey, Thomas, listen. If you like, go to the beach and you like an umbrella for the sun, because it's very hot here. Ask my brother Mike. Give him this card and you get a good price. And if you need a car, ask my brother Mike. Thomas, you get everything for my brother. Car, umbrella, woman, weapon. And always a good price, you know. Now my best friend from Austria, we make a stop here, okay? Because here's a good place to make a picture. Come, get out and make a picture. Excuse me, but there's nothing here to picture it. It's only Pampa. Like in Burnland, where I come from, we have at home enough Pampa. If I said it's a good place to make a picture, then make a picture, you shit fucking tourist. Come. Get out. Look. The beautiful stones. Go behind the trees. There is the ocean, the sea. Behind the trees. Straight and then behind the trees. Behind the trees. Yeah, behind. Bye bye, my friend. Have a nice time here. The make a picture, the oldest joke. I tell you the truth, I have no brother Mike. But now I have his mommy. Christi Zeus, Poseidon da, du, alles erledigt. Ich hab schon angeliefert, gell? Bitte nicht, ich habe einmal so good place to make a picture schmäh eingedruckt. Die Frau hat dann geschluckt, weißt du, ewig, gell? Du, ihr könnt die Frauen schon hinschicken von mir aus, gell? Du sollst nicht auflegen, bevor ich es vergiss. Du, Frage, kommst du heute nicht zum Hofer? Nein, weil du warst ein Biskotten im Angebot.
Und ich habe mir gedacht, dass wir wieder mal ein Tiramisu oder was oder ein Torten. Na, sonst fahre ich selber, gell? Ich komme eh vorbei, denke ich. Du, abwaschen bin ich nichts dran, gell? Hermes, gell? Ich habe nicht keine Zeit nicht. Weißt du, alle so viel zu dauern, gell? Man kennt plötzlich auch gar nichts mehr. Es ist regelrecht eine Katastrophe, sag ich dir, gell? Du, Joyce, was habe ich gehört? Ich meine, du, es ist ein Gerücht. Die Hera ist schon wieder schwanger. Ja, gratuliere, Herst! Ja, also nicht von dir. Ja, trotzdem wird sicher eine super Sache werden, gell? Bitte? Na, ich glaub schon, dass wir da einen Blöden gefunden haben. Du, ich mein, so ist. Jetzt braucht es eigentlich bei den Frauen nur mehr richtig entscheiden, weil dann sag ich da, wenn's so ist. Dann spielt seit langem wieder mal hinten Kehrtag. Wollte er nur Urlaub machen. Und nun steht er an einer ominösen Weggabelung. Zwei geheimnisvolle Frauen werben um ihn. Die eine verspricht ihm Glück und Reichtum, die andere Liebe und Tugend. Und die Götter des Olymp erwarten mit Spannung seine Entscheidung. So wahr ich Zeus der Göttervater bin, sage ich eins, das wird der neue Herakles. Jetzt Zeus, wenn du mich fragst, geht er nicht einmal das neue Robert Hartlauer durch. Freunde, ich bitte euch, ich bin auch der Überzeugung, dass der das zeigt, seinen Superhelden hat, oder Dionysos? Freund. Das kann ich euch wirklich nur einen logischen Satz sagen. Ich hab sich alle miteinander, so wie ihr die sitzt, in meinen Augen. Überhaupt nichts verändert. Na bitte, Herr Maschau, der geht in die richtige Richtung. Der entscheidet sich für die richtige Frau. Das gibt's nicht, der macht das wirklich. Freunde, du, ich glaub, wir haben was schon feiern. Seit 3000 Jahren wieder einer, der sich richtig entscheiden tut. Hörst, eine Auserwählte für unsere Prüfungen. Dionysos, was sagst? Das kann ich euch wirklich nur einen logischen Satz sagen. Ich hab sich alle miteinander, so wie die Sitze in einen Augen. Aber überhaupt nichts verändert. Hallo, wegen der Liebe war's und die Tugend. Ich meine, ich hab das schon wörtlich genommen. Na, wie sag ich denn, die eine Blonde da drüben, der war wirklich. Also. Was das mir am liebsten? Schön, Typen, ne, wurscht. Und dann gingen sie einfach. Ich mein, du kriegst es am Silbertablett serviert und dann tanzen sie einfach an. Ist ungefähr so, wenn du einen blauen Brief kriegst von der Schule und du willst das verheimlichen, aber dein Vater ist bei der Post. Also übrigens, grüß Gott einmal. Wunderschönen guten Abend. Ich bin der Thomas Stipsitz und Sie werden sich jetzt wahrscheinlich nicht gar viel auskennen, aber mir geht's eh gleich. Ich komme aus. Dankeschön. Danke. War doch mehr ein Mitleidsapplaus. Ich komme aus Stinaz im südlichen Burgenland. Und ich bin eigentlich nur aus dem Grund nach Griechenland geflogen, weil es ja in Stinaz kein Freiboot gibt. Nur so lustig ist das nicht. Man, wir leiden da schon sehr drunter. Und deswegen meine Wahl auf Griechenland, weil ja, sagen wir, dort Wasser doch viel vorhanden ist. Also gerade rundherum. Und darum. Mir jetzt Bekannte gesagt, Kapados ist eine sehr angenehme Insel. Das ist zwischen Rhodos und Kreta, sehr familiär dort, sehr, sehr heimelig. Von der Einwohnerzahl ähnlich wie Stinaz. Also, auch jeder ein bisschen mit jedem. Mehr oder weniger. Also, nein.
dass man sich halt zu Hause fühlt. Und ich sage Ihnen, es hat ja alles super angefangen, wirklich. Ich habe die Reise gebucht, übers Internet, das gibt's in Stenat schon. Na klar, tun wir alles. Internetbanking, da gibt es eine Aktion mit der Reike bei uns in Stenat. Da schreibst du eine E-Mail hin, wenn du was einsehen willst, da komm vorbei, hol das Geld und so etwas. Und auf alle Fälle, na, ist ja für Wien auch eine Geschichte vielleicht. Und ich habe mich auch vorbereitet auf diese Reise. Ich habe mir einen Reiseführer besorgt über Kapodos, wo halt die wichtigsten Facts zur Insel drinstehen, nicht? Auch die ganzen Sehenswürdigkeiten, also alle beide. Mehr ist oft nicht, gell? Und auch die ganzen Kaffeenions und Tavernen. Und ich sage Ihnen, ich freue mich schon so auf die griechische Küche, wirklich. Auf Moussaka und... ja. Mixed Grill. Das kriegst du bei uns gar nicht. Weil, ich sage Ihnen ehrlich, auf Dauer, die südburgenländische Küche, das muss da mögen, gell? Also, weißt du, immer nur Sterz. Das, kennen Sie das, Sterz? Schon, ja, schon, ja. Sind Sie als Kind auch gewöhnt worden damit? Nein, ich sage Ihnen ehrlich, unter uns jetzt, weiß ja keiner, bei uns in der Familie, da war Sterz eigentlich ein Druckmittel. Wenn es in der Schule nicht passt, hat, haben sie daheim schon Tag geredet. Na, ein Kindheitstrauma. Gut, für die Leute, die es jetzt nicht kennen oder noch nie gegessen haben, muss man nicht. Man muss nicht alles probieren. Aber ausschauen tut es ein bisschen wie Fensterkitt. Und das Problem ist, da gibt es eine saure Suppe dazu. Und wenn man jetzt den Sterz in die Suppen rein... dann kannst du es auch zum Verspuchteln nehmen. Also von dem her, für den Morgen eine ziemliche Erholung. Weil der braucht ja auch Zeit, bis er sich wendet. Und ich muss ja sagen, der Urlaub hat ja alles schon so super angefangen. Wirklich, ich habe einen totalen Billigflug nach Kapodos gekriegt. Gut, wobei man jetzt sagen muss, in diese Billigflieger, da muss man halt auf einen gewissen Komfort verzichten. Du, wenn es nichts kostet, gell. Du fliegst, da hat es halt kein Essen geben während dem Flug. Ja, das hältst du aus und keine Flugbegleiterinnen, leider. Nur ein Triebwerk. Aber sonst, nein, wirklich, ich sag, es war zum Aushalten. Und für mich war es jetzt in dem Sinn auch keine große Überraschung. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, wer arme ÖBB gefahren ist, was soll da noch groß schockierend sein, gell? Wobei ich muss sagen, grundsätzlich bin ich schon ein Freund der ÖBB. Schon. Und ich finde es schön, dass das gibt. Sind ÖBB-Beamte da heute? Ist wer da? Wirklich wahr? Dass ich das noch wer zugeben traue. Na super. Na wirklich. Da fühlen Sie sich jetzt in meinem Bauch gebinselt, weil ich persönlich, ich verbringe total gern Zeit am Bahnsteig, aber privat. In der Freizeit. Ich fahre irrsinnig gern nach Hartberg am Bahnhof, nur so. Ich mag das Flair am Bahnsteig, oder? Das heimelig Grindige. Eine eigene Romantik. Und was ich liebe, ist diese weibliche Stimme am Bahnsteig. Das Achtung, ein Zug fährt durch. Da geht's mir durch. Wissen Sie, wer das ist? Bitte? Chris Lohner, stimmt, ja. Na ja, sie lachen, aber das ist auch nicht ohne. Die fahrt zu jedem Bahnhof. Man muss da Zeit haben für sowas. Danke. Auf alle Fälle waren auch in diesem Reiseführer, den ich mir da besorgt habe, diese Kaffeenions und Tavernen genauer beschrieben. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich gehe in die Taverne an der Setris oder an der Tetris, also unter den Bäumen.
für die Zuschauer aus Rumänien. Weil. Du nicht. Was buchst du? Du. Ich stand im Reiseführer. In dieser Taverne sind nur die Intellektuellen und Akademiker der Insel. Ist also immer leer. Ja, ich muss sagen, an der Stelle, das ist ganz bewusst gleich ein Testwitz. Weil da muss man doch ein bisschen ums Eck denken. Ich sage Ihnen, es waren oben die dabei, da war an der Stelle completely silence. Und das ist ungut. Also für mich vor allem. Also wenn man sich so auf die Pointen verlässt und man setzt sich dann drauf. Und dann ist nichts. Wenn das so verreckt. Und das spüren auch sie in dem Moment, dass da was nicht stimmt. Da entsteht dann so eine ganz peinliche Stille zwischen uns. Das ist, damit sie ein Bild haben, von der Peinlichkeit der Stille ungefähr so, wie wenn man als Mann am Pissoir steht, beim kleinen Geschäft verrichten und jetzt durch den Druck. Nein, es kann ja passieren. Dass ein Flatulenzerl oft geht's gar nicht anders. Aber du bist da hundertprozentig sicher, du bist allein. Und in dem Moment geht die Klote auf und es kommt jemand aus einer Muschelkabine raus, der das natürlich gehört hat und wahrscheinlich auch riecht. Und wenn jetzt aber nur du drinnen bist, kannst das fast nur du gewesen sein. Da entsteht dann auch so eine ganz peinliche Stille, wenn man sich nebeneinander die Hände wascht. Ich meine, es ist natürlich noch ungut, wenn man zurückgeht vom Klo zu seiner Frau und die Frau sagt, du Schatz, darf ich dir meinen Vater vorstellen? Wir kennen uns eh schon. Vom Hören. Deswegen vielleicht der wichtigste Tipp des Abends an alle Männer, wenn es wirklich sein muss, zuerst die Heisel kontrollieren und dann kann man. Ich weiß, es gehört vielleicht nicht daher, aber da müssen wir zusammenhalten. Da gibt es einen großen Bauerdamen. Weil das passt immer. Probiert es einmal aus. Einfach sympathisch. Das. Da reißt der Loch auf. Auf alle Fälle. Ist gerne mal besprochen. Was ich mit diesen zwei Frauen bei dieser Weggabelung, das würde ich Ihnen eigentlich erzählen. Und ich sage Ihnen jetzt wirklich, bei Drews, das hast du ja auch nicht alle Tag. Weil man, zuerst kriegst du ein Angebot, dann gängen sie wieder. Ich meine, ich war schon bereit, ist ja wurscht. Und in dem Moment, wo ich die Nerven dort komplett weggeschmissen habe bei dieser Weggabelung, war auf einmal dieser Taxifahrer wieder da, ist ausgestiegen, hat Deutsch mit mir zum Reden angefangen, hat aber gleich ausgeschaut. Hat gesagt, er ist der Poseidon, der Gott des Meeres, hat mir auf die Schulter geklopft, hat gesagt, richtig entschieden bei den Frauen für Liebe und Tugend und hat zu mir gesagt, er bringt mich jetzt auf den Olymp auf mit seinem Taxi. Aber voll die Wahrheit. Weil die Götter am Olymp haben einen irrsinnigen Traum, dass wir kennenlernen. Na servus Thomas, na grüß dich Thomas, du, im Namen der Götter von Olymp darf ich dich recht herzlich bei uns herum begrüßen. Ich möchte mir gleich ein bisschen vorstellen, gell? Das ist der Hermes, das ist der Götter Pote, das ist der Poseidon, der Gott des Meeres, den kennst du schon, gell? Und das dort hinten, dort ist der Dionysos, der Gott des Uhudler. Ja. Er tut. Und ich, Tommy, ich bin der Zeus, ich bin der Göttervater, ich bin sozusagen der Chef von den Plempel. Und du, Tommy, das kommt jetzt für dich euch vielleicht ein bisschen überraschend, gell? Du darfst jetzt nicht schrecken momentan. Wir gratulieren dir mal von ganzem Herzen aus, du bist der Auserwählte.
Freunde, also Götter, es ist voll nett für euch, aber ich möchte gar nicht der Auserwählte sein. Ich möchte einen Urlaub machen da, danke. Außerdem, das mit Auserwählt sein hat nie ein gutes Ende. Oder glaubt ihr das mit der Auferstehung wirklich? Gell, Peter Tommy, hör mal auf mit dem, das war kein Auserwählter, das war ein Firmengründer. Naja. Wobei man sagen muss, die Firma Holze. Na sicher, die Merchandise-Produkte kannst du überall noch kaufen. Hostien, Kreuze, Bücher. Erster und zweiter Teil. Hör zu. Das ist eine Wuchtel, die kommt auch nicht immer. Aber ich sag euch ehrlich, ich habe die Bücher auch gelesen, aber für mich ist das nichts. Da ist ja null Spannung. Der Moses, bitte, der geht 40 Jahre durch die Wüste und das einzige Highlight ist ein brennender Busch. Ihr dürft euch aber einen gescheiten Superhelden ausgesucht. Ich meine, der bringt die X-Lutz-Familie mehr zusammen wie der. Freunde, ich bitte euch, er ist halt einmal die Auserwählte, er hat die Chance seines Lebens und wenn er es wirklich versäumelt, haben halt mehr schon Gaudi, oder? Entschuldige, ich möchte nicht ungut werden oder was, aber könnt mir irgendwer sagen, worum es da geht, weil sonst gangert der Auserwählte einfach wieder. Thomas, sagen dir die 12 Prüfungen des Herakles was? Die 12 Prüfungen des Herakles? Ja, schon. Also nicht direkt, aber ich kann mich schon erinnern, dass mir das in der Schule kurz... Also wir haben es angerissen. Das ist irgendwas in der griechischen Mythologie, der muss 12 Prüfungen bestehen und dann wieder in Olymp aufgenommen. Aber der muss einen Löwen umbringen, eine Kuh erlegen, Äpfel fladern, Steu ausmisten, nur so schmoren. Und ich weiß, wenn ich mich nicht gar täusch, kommt am Anfang zu einer Weggabelung und dort sind zwei Frauen. Und der muss sich dann dort für einen entscheiden und... Moment einmal, na Pingo! Du bist am richtigen Taumpfer! Oh, das Schiff ist ja wurscht. Die 12 Prüfungen, so wie damals von Herakles, weil du richtig entschieden hast bei den Frauen für Liebe und Tugend, haben wir für dich vorbereitet, die du absolvieren musst. Ist doch super, Tupi, oder? Ja, super, Tupi. Ich meine, wenn ich das nicht machen will, ihr könnt es mir nicht zwingen. Tommy, als Auserwählter kannst du jederzeit gehen. Papa und voll nicht. Nur. Was war jetzt? Hosentier laufen. Tommy, was ich da sagen wollte? Als Auserwählter kannst du jederzeit marschieren. Nur wenn du das machst, dann versprich mir da, wird dieser Urlaub dann der Taleb-Top nie vergessen wirst. Weißt du, Tommy, und jetzt hör gut zu, du hast die Möglichkeit, dass dein Blick in der Zukunft wirft, dass du den heiligen Trinker triffst. Und Tommy, wenn du alles schaffst, hast du einen Wunsch frei. Ah, Moment einmal, jetzt nur Gedankenprotokoll, ja? Angenommen, ich mache jetzt wirklich den ganzen Scheiß. Man, dann darf ich dir mal alles wünschen. Ja, sicher! Wirklich? Ja, sicher! Wirklich? Ja, sicher! Ja, sicher! Wirklich? Gibt's eine Ruhe jetzt wirklich, boah! Hermes, nimm deine Baldrian-Tropfen! Tut mir leid, Tommy, er hat eine schwierige Kindheit gehabt. Sein Vater war Busfahrer bei der ÖPP. Und das Kind ist ja nicht immer bei der Schiebetür durch. Schau mich an, los den Onkel an. Tommy, einen Wunsch erfüllt man da, der was in unserer Macht steht. Das ist das Versprochen. Jo, mei, wisst ihr was? Ihr kommt ja immer daher, wenn man nicht damit rechnet. Aber andererseits, ich meine, jetzt bin ich ja eh schon da und wie oft kommst du denn auf dem Olymp mit dem Taxi? So gesehen. Dann in Götters Namen. Mei, dann mach ich's halt.
Mein, wenn ihr nichts dagegen habt, ich weiß jetzt schon, was ich mir für den Stenaz wünsche. Na, siehst du das, Tommy? Eine sehr, sehr weise Entscheidung. Du wirst das sicher nicht bereuen. Folgendermaßen, aber Tommy, fahr jetzt einmal mit Poseidon mit, gell? Der bringt dich mal in der Hotel. Tust du mal eine Nacht schlafen über das ein bisschen. Und morgen in der Früh holt er dich ab und bringt dich gleich zu deiner ersten Prüfung, gell? Und Thomas, PS, Chamis ist tot. Wer ist tot? Und ist wirklich so passiert. Am nächsten Tag in der Früh ist der Poseidon dann gekommen und wir sind noch kurz in der Taverne frühstücken und dann ist schon viel losgegangen mit der ersten Prüfung. Also das ist gegangen. Und zwar, er hat mir die erste Prüfung so erklärt, ja. Die Griechen, die sind ja sehr stolz auf ihr Land, auf die Kultur, Inflationsrate und solche Sachen. Und bei dieser Prüfung hat er gesagt, geht es aber hauptsächlich um die griechischen Jugendlichen und die Hochkultur. Weil, er hat mir das so erklärt, die griechischen Jugendlichen, gut, heutzutage sagt man nicht mehr Jugendliche, heutzutage sagt man Kids. Also, sie kriegt Kids. Die Kids vom Gries, die kennen sie mit ihrer Hochkultur und ihren Sehenswürdigkeiten noch viel identifizieren, ja. Also bei denen hat jetzt nur, als kleines Beispiel, der Koloss von Rhodos einen Rockstar-Charakter. Das ist für die Kids nur das Daimaniac. Wirklich, das stimmt wirklich. Und jetzt wird er von mir wissen, ob ich unsere Kids auch von unserer Hochkultur und unseren Sehenswürdigkeiten überzeugen kann. Was natürlich nicht so einfach ist, nicht? Weil wenn man schaut, unsere Kids können sie jetzt nicht mehr so wirklich identifizieren, ich sag mit Lipizzaner. Weil das hängt sich keiner mehr ins Zimmer. Mozart hat für unsere Kids nicht denselben Stellenwert wie Tokyo Hotel. Aber bei denen lasse ich nichts Schlechtes kommen. Also das schicke ich gleich mal vor. Also was der ist, leisten alle Achtung. Na, nur wo. Und die haben mir total viel Gruppis. Ich habe das gesehen, ich war ja selber dort. Da steppt der Bär, das sage ich dir. Ich meine, die sind halt jünger dort, nicht? Das ist nicht wie bei Stones, wo da BHs und Schlüpfer auf die Bühne fliegen, nicht? Eher so Doppler Stand- und Playmobil-Figuren. Also. Dankeschön. Auf alle Fälle, ich habe im Zuge dieser Prüfung ein Modell entwickelt, wie man unsere Kids, ja, wieder für diese tollen Dinge begeistern kann. Ja. Die Sachen gehören nur ein bisschen modernisiert, was in eine kidsgerechtere Sprache gebracht. Und damit die Kids wieder anspringen. Und ich glaube, der Grundfehler, warum unsere Kids auf diese Dinge nicht mehr anspringen, liegt bei der Bundeshymne. Da, na ja, weil die Melodie ist komplett veraltet. Schon, oder? Ja, na, schon. Na, wenn du es heute auf einer Party wo auflegst. Ich garantiere dir, da wird die Tanzfläche zur Wüste Gobi. Und ich bin wirklich der Erste, der sich massiv einsetzt, dass sich das bei unseren Kids in Zukunft ändert. Es gehört alles nur ein bisschen punkiger, weißt? In wüde Lieder verbockt, sondern dem Motto Bi Anarchie. Land der Berge, Land am Strom, Land der Äcker, Land der Dome, Land der Hämmer, zukunftsreich. Zukunftsreich, Heimat großer Töchter, Söhne, voll begnadet für das schöne, vielgerühmtes Österreich. Österreich. Aber wenn wir schon vergessen haben, wenn wir schon vergessen haben, ich bin dein Apfel, du mein Staum, ich bin dein Apfel, du mein Staum. Wenn ihr wollt, sag ich's ganz Allah, I am from Austria. Burn, Motherfucker, burn! Es gibt bei uns in Österreich sehr viele Lipizzaner, aber leider interessieren sich dafür nur die Japaner. Wir brauchen diese Viecher, Kinder, bitte seid's nicht bes. Oder woher glaubt ihr denn, kommt denn der Pferdeleberkäse? Ein Klavier, das war für dich sowas wie ein Schießgewehr. Und des Kaisers Komponist, das war für dich ein Amateur. Du warst damals schon wie Ambros, denn du hast den Schnaps geliebt. Und du wirst ihn überleben, weil's Ambros nicht als Kugel gibt. Es gibt bei uns eine Band,
die wirklich jeder kennt, doch keiner wirklich gern beim Namen nennt. Freunde auf Tournee, sind die Stones der Gängerschmäh, weil sie springen jede Hütten in die Höhe. Sie sind gefürchtet überall, sind tätowiert und geben sie's voll. Die Gesichter voller Narben, sind wir froh, dass wir sie haben. Gott schütze die Wiener Sängerknaben. Dankeschön. Dankeschön. Bravo, Thomas. Da wird schon einiges sein, den Beispiel nächste Zeit. Nur die nächste Prüfung, die wird ein bisschen schwieriger, das sage ich dir gleich. Die nächste Prüfung führt dich zur Hütterer. Der Hütterer ist eine Schlange, die du vernichten musst, gell? Hinten im Kofferraum hast du ein Schwert. Naja. Du, Thomas, damit du ungefähr weißt, gell? Von Schwierigkeitsgrad her ist das so, wie wenn Griechenland gegen Brasilien spielt. Ja, aber du bist Liechtenstein. Ja. Und noch was, Thomas, eine sehr wichtige Information. Du musst heute in der Hütterer den Kopf anschlagen, nur wenn du das machst, wenn du heute in der Hütterer den Schädel runterschlagst, wachsen zwei Neiche noch, gell? Da musst du sehr auch geben. Du, ich lasse dich dort vorne, da raus, Thomas, einfach, gell? Geh den Schüler noch, geh den, ja. Und Thomas, beiß schon mäßig tot. Hab das so gemacht, bin zuerst durch so ein sumpfiges Gebiet gegangen, den Schüler noch, wo gestanden ist, zur Hydra, zum Untergang und direkt vom Eingang, wo ein riesengroßes Schild, wo gestanden ist, der Untergang. Und ich gehe oben, die kommen in einen Bunker. Überall auf der Wand gestanden, Rauchen verboten. Und vor mir war eine Wache. Und ich denke mir, hörst, wie komme ich jetzt bei dieser Wache vorbei? Ich muss jetzt zur Hydra. Mein Schwert lässt mich da sicher nicht vorbei. Ich bin ja in dem Sinne der Aragorn. Nur, in dem Moment, wo mir die Wache erblickt, winkt sie mich witzigerweise schon zu. Ja, grüß Sie, meine Stiebschitz. Ach, kommen Sie weiter, du. Ach, kommen Sie weiter, du. Ach, derartige Freude, Herr Stiebschitz. Ach, nehmen Sie bloß da. Ach, wo sind Sie? Wir haben gleich Zeit für Sie, gell? So, mein Landeshauptmann. Die Mädchen warten jetzt auch da wegen einem Sekretärsposten. Alles klar, mein Landeshauptmann. Meine Damen, der Herr Landeshauptmann ist gleich bei Ihnen. Er füttert noch seine Schäferhündin Blondie. Bitte, nein, nein, das ist ja oft, meine Damen. Sie brauchen den Herr Landeshauptmann, den Sie nicht begrüßen. Der Herr Landeshauptmann wird Sie zuerst begrüßen und Sie antworten dann bitte mit Lei, Lei, mein Landeshauptmann. Bitte schön, Herr Landeshauptmann. Meine Damen, verzeihen Sie mir bitte, dass ich Sie so lange habe warten lassen. Aber Sie wissen, als Politiker ist man gerade nach dem Wahlkampf leider nicht immer Herr seiner Sinne. Guten Tag, wie heißen Sie? Traudl. Freut mich. Und wen noch? Gratischnik, da schau her. Wer kommen Sie denn, Frau Gratischnik? Aus dem Mölltal, na das gefreut mich besonders, na bitte, da geht mir das Herz auf. Geh, bring jetzt der Frau Gratischnik ein paar Orangen. Ja, wissen Sie, Frau Gratischnik, wir haben mittlerweile beim Beiz heute mehr Orangen als wir Wähler. Lassen Sie ihn schmecken. Guten Tag, wie heißen Sie? Ich heiße Dragica Dragojevic.
Und ich komme aus Banja Luka. Klai Lai. Mein Land ist Hauptwohnsitz. Mann. Was soll das? Ja, Herr Landeshauptmann, es tut mir leid. Es war leider nichts Besseres zu finden. In Zeiten wie diesen muss man doch vorsichtig sein, Herrn. Da könnte ja überall ein Spitzel dabei sein. Von News, Profil, Standard, Krone, Bravo, Reeperbahn Express, was der Teufel. Eine ganz hakelige Partie. Die machen einen Starschnitt aus Ihnen, Herr Landeshauptmann. Dann geht er wieder das Klopapier aus. Wir haben sie nicht genug Dreck am Stecken. Wollen Sie im Gesicht dann noch picken haben? Gott! Frau Gratschneck. Dann wollen wir mal. Ja, Frau Tragetetetschetsch. Frau Tretscher, es tut mir leid, ich kann Sie hier nicht gebrauchen. Ich kann Ihnen aber garantieren, das hat nichts mit Ihrer Herkunft zu tun. Sie wissen, ich war immer ein sehr loyaler Österreicher. Österreicher. Wir verstehen uns. Gerechtigkeit stand und steht! Auch heute noch bei mir an oberster Stelle, gell? Was? Ja, ich verstehe überhaupt nichts. Nein, tut mir leid, Frau Dragetetetschitsch. Die Orangen sind dann soeben ausgegangen. Wiederschauen. Bitte, Frau Gardischnik, nehmen Sie Platz da. Gehen wir zur Tagesordnung über. Mein Landeshauptmann, bevor wir zur Tagesordnung übergehen, warten, wie schon am Vormittag angesprochen, die drei jungen Burschen jetzt für Sie angetreten. Danke. Ich gratuliere. Ich wünschte, meine Landesräte hätten euren Mut. Die Geschichte schaut auf euch. Wenn das Beizeit aus diesen Trümmern neu emporwächst, dann werdet ihr die Helden sein. Das verspreche ich. Mein Landeshauptmann, es sind die heiligen drei Könige. Ja, danke fürs Singen. Es war ausgezeichnet. Und du, abschminken. So, bitte gehen wir jetzt endlich zur Tagesordnung über. Mein Landeshauptmann, erster Punkt auf der Tagesordnung. Der Herr Stipschitz wäre jetzt für Sie bereit. Dankeschön. So, Stipschitz, kommen Sie her. Da kommen Sie her, der Stipschitz, passen Sie auf. Ich sage Ihnen das jetzt ganz im Vertrauen. Nach dieser wirklich katastrophalen Wahlniederlage möchte ich den Sozialisten nicht in die offenen Arme laufen und dann, was weiß ich, bei der sozialistischen Jugend in einer Glasvitrine ausgestellt werden. Das ist unser Plan, passen Sie auf. Wir lassen den Feind ganz tief ins Reich eindringen und werden ihn dann in einem vernichtenden Umzingelungszangenkrieg gnadenlos zur Strecke bringen. Was halten Sie davon? Leilei, einmal. Es ist so, Herr Landeshauptmann, ich bin eigentlich nur da, weil ich Ihnen den Kopf abschlagen müsste. Ja, dann kommen Sie mit. Stell mich gleich bereit. Das ist eh alles hoffnungslos. Was ist, Stipsi, jetzt schlagen Sie zu. Ja, diese verdammten Orangen, ich war für Zitronen, ist ja weiter sympathischer. Sauer macht lustig, oder? Was ist, Stipsi, jetzt schlagen Sie zu endlich, ja? Ich will immer der, was den Mächtigen im Weg, weil ich habe immer eine ordentliche Oppositionspolitik betrieben. Was man dabei mir vergisst, Freunde, ohne mich wäre der Schüssel nie in einem Porsche gesessen. So schaut's aus. Was ist, Lulu? Spalten Sie mich endlich. Ich meine, ich habe das oft genug vorgemacht, oder? Und ich habe dann wirklich dann einen Schlag zu. Und es ist das passiert, was der Poseidon mir gesagt hat. Aus diesem abgeschlagenen Kopf sind plötzlich zwei Neiköpfe rausgewachsen, die geschrien haben, Deutsch hat nichts verstehen, daheim statt Islam. Und ich habe nochmal hingeschlagen und es sind immer mehr Köpfe und immer mehr Köpfe, die geschrien haben, Kinder statt Inder, keine Homosexuellen und anderen Perverse. Die Türkei gehört nicht zu Europa. Und der letzte Kopf hat geschrien, Beschar Mies ist tot. Ja, aber du, bei der Prüfung hat er sich jetzt aber schön anputzt.
Mann, das hat jetzt aber nicht geschafft. Geh bitte, Hermes, gib einmal eine Ruhe. Ich halte das den Kopf nicht aus. Wie willst du das jemals vernichten? Die Hydra ist passiert, restlos passiert. Damit hat er für mich die Aufgabenstellung erfüllt. Herrschaftszeit noch einmal. Josh, was ist denn los mit dir? Du wirkst schon angerantelt, hast schlecht geschlafen. Ich weiß auch nicht, du, ich war gestern von Schlafen gehen auf Paden. Und dann war bei mir im Schlafzimmer die ganze Nacht ein Viech. Das war so groß. Das hat keine Ruhe gegeben, das ist umeinander, überall. Wie heißt das? Der große Bruder von der Maus. Ja, was du mit Schickmann haben, dass sie weitermachen? Ich finde, er hat sich noch eine Chance verdient, oder? Er hat es relativ gut erledigt und man sollte ihm doch noch eine Chance geben, oder, Dionysos? Ich wüsste, Depp. Voll. Das kann ich euch wirklich nur einen logischen Satz sagen. Ich hab sich alle miteinander. Sei wie mir jedes ist. In einen Augen. Blöd. Überhaupt nichts verändert. So, damals hab ich schon rein können für dich am Olymp. Die wollten dich schon heimschicken. Na ja, na ja. Kannst mir verdanken, gell? Ja, aber mach dir nichts draus. Die nächste Prüfung wird eh einfacher für dich. Und zwar, du musst die heilige Hirschkur von Kappadosch einfangen. Die Hirschkur, mhm. Verstehe, die Hirschkur, ja. Was, tot oder lebendig? Ja, ich würde sagen, tot. Ich meine, Milch gibt eh keine, gell, von dem. Um Gottes Willen, was war denn das jetzt für Beinbrauch? Hast du das mitgekriegt? Bist du deppert? Was, du schrei mich nicht an. Bleib sitzen. Ich flehe dich, ich befehle es dir. Los, diesen Gott erledigen. Gottes Willen. Bitte, na, bleib sitzen. Schau dir das gar nicht an. Das darf ja nicht wahr sein, Herrst. Das kommt daher mit der Regen im Sommer, da tust du eh 3000 Jahre beim Müll. Ja, kriegst du jetzt alles bei Scheitern da. Du wegen der Kuh. Ja, mein Dächter ist der Wildschaden an. Die linke Blinker gleich noch Stauschlange und sagen, hey, die Kuh auch, ja. Was soll ich jetzt tun damit? Nein, ich bring's nicht ein in den Kaufraum, bist narisch, der fragt Sachen heißt. Du, geh, schick ihn narisch vorbei mit dem Traktor, der soll's anholen. Nur will da liegen lassen, war ja schade drum, da könnte man ja noch was weiß ich, ein Hirschragu machen oder ein Rindsgulasch, je nachdem, was du halt nimmst, ne? Hirschkuh, ne? Ja, so gut ist der auch nicht. Bitte, nehmen wir gerade einen billigen Zusatzloch angeholt. Gut. Du, jetzt so genau ist das und muss ja keiner wissen und ja, tu dich nicht aufregen, ich bitte schon drum, gell? Gut, ja, sag ich, gut, servus, grüß dich, bitte. Ja und? Ja, gratuliere. Wir sind alle sehr stolz auf dich. Prüfung ist bestanden, Kuh ist de facto hin. Spitze gemacht, fahren wir gleich weiter zur nächsten Prüfung, gell? Thomas, bei der nächsten Prüfung, da tritt eine Sonderregelung in Kraft. Da darfst du dir einen Helfer zur Seite ziehen, weil ich lobe, ist das nicht schaffen, gell? Weißt du es eh noch? Gut. Du, ich lasse dich dort vorne bei der Bucht aus, gib's halt ein bisschen Acht auf dich. Und jetzt bin ich dort gestanden und ich kenne ja niemanden auf Kappadus. Und das war Grundvoraussetzung, dieser Helfer muss sich auf der Insel befinden. Und die Prüfung war sowieso haklich, weil da gibt es in der Herigl-Sage die Prüfung, die Äpfel der Hesperiden. Kennen Sie vom Essig, oder? Sind nicht die Schöben. Also die haben den Apfelessig und den Essig erfunden, das aber nur nebenbei.
Und aus deren Garten hat der Herakles damals Äpfel fladern müssen. Und das war natürlich ein Riesenskandal, damals 3 Monate kein Apfelessig. So ist halt der Balsamico-Essig entstanden. Also historisch spricht man da von der Zwischenessigzeit. Stehen alle Essigführer von der Firma Spitz. Und diese Hesperidingers, die gibt es ja heute noch, nur die sind nach einer Zeit draufgekommen, dass das Apfelgeschäft jetzt nicht so viel abwirft, finanziell. Und haben dann anbaumäßig umgesattelt. Auf Marihuana. Ja, muss man verstehen, vom Kilopreis. Also ohne es zu wissen, da fährst du schon besser. Das Problem ist allerdings das, das Marianne ist in einer Garage deponiert mit einem goldenen Garagentor und man kann das Tor zwar in die Höhe heben, nur wenn man reingeht in die Garage, fällt das Tor hinterm zu und man ist für immer dort drin gefangen. Gut, eine Zeit lang eine Gaude, aber... Aber auf Dauer, meine ich, halte ich das nicht durch. Und jetzt bin ich heute halt herumgekehrt auf Kappados, um einen Helfer zu suchen, der mir dabei das Dirndl hält. Und der Poseidon hat mich ausgelassen bei Achata. Das ist eine Bucht auf Kappados, wunderschön, karibisch. Und ich habe runtergeschaut in diese Bucht. Keine Badegäste, nur 16 Mandeln und fuhren an. Und ich denke mir, das kommt mir irgendwie vor wie eine Truppenübung vom Bundesheer. Und ich huch genauer hin und plötzlich vernehme ich an mir sehr vertraute Stimme und war total happy drüber. Mein Name ist Unto für die Tentleben. Und ich habe mir in meinem Leben schon mehr Tiroler Nutella auf meine Luxuskörper geschmiedet, wie die alle miteinander. Ja. Nur damit die wissen, mit wem sie dir zu tun haben. Ihre Guten! Ihre Gutinnen. Für alle, die mich noch nicht kennen. Ich wurde ja als Baby. Na und? Ein Glück, dass ich da hinten titten. Ich werde dich beobachten. Alter, ich wurde also ein Baby, ein Täugling, damit der jeder versteht, in einem Körbchen von einer Katerne outgedäht. Wenn du ein Findelkind, quasi ein Mogli des österreichischen Bundesheeres. Danke für Glatten. Ich darf dich im Namen des österreichischen Bundesheeres recht herzlich zur ersten österreichischen Kampftaucherausbildung begrüßen. Die Ausbildung. Die wird 6 Wochen in Anspruch nehmen. Und ich möchte. Das ist die Ausbildung. Nicht gut absolvieren, nicht später, sondern sensationell.
Zwischen An- und Outlachen ist ein Untertitel. Und diese Ausbildung wird berufen werden? Hören die zu wiehern auf! Alter! Diese Ausbildung wird berufen werden? Die erfordert von Ihnen wirklich die höchste Aufmerksamkeit und natürlich auch die dazugehörige gegründete Ton. Und Ruhe. Denn ich bin auch nur ein Mensch. Alter, ich werde in diesen Wochen aus Ihnen richtige Männer formen. Quasi aus einem dicken McNugget einen Adler. Ich habe mich hiermit klar und deutlich ausgedrückt. Liebe Gute, die bieten jetzt ganz genau. Wir bekommen in den nächsten Tagen auch Besuch aus Deutschland. Es kommen einige deutsche Kampftaucher tun, um ihm zu sehen, wie bitte Deutsche gebundene arbeitet. Naja, was unten tun zu tun. Und ich möchte, und ich sage das jetzt dezidiert, ich war nie von der Militärakademie, aber diese Wörter beherrte ich auch. Alter, ich möchte, dass Sie sich gegenüber den Deutschen wirklich von Ihrer besten Seite zeigen. Von der Schokoladenseite. Denn ich werde Ihnen auch meine Gründe nennen, teilt Karl Kraut, witten wir die Deutschen, die haben uns Österreichern leider einiges voraus, wie zum Beispiel das Pflichtbewusstsein, den Gehorsam und auch die Organisation. Ja, damit müssen wir in Österreich leben. Ich traue aber wahr, aber was sollten tun? Ich mein, man kann das nicht ändern, ne? Wir haben im Laufe der Jahre damit zu leben gelernt, ne? Mit dieser Macht. Gut, wobei man aber, naja, man muss dann auch dazu sagen, es gibt auch einige Dinge, die wir den Deutschen voraus haben, wie zum Beispiel das Gebiet der Edward. Den Tarm und den Gmäh. Mein Lieber, gut. Da werden wir nie fertig, ich sag den dann gleich. Bevor wir noch mit der Ausbildung beginnen, lassen Sie uns jetzt noch einmal gemeinsam die wichtigsten Titten und Bräuche Griechenlands. Also die wichtigsten Bräuche. Ich bin ja geduldig, ne? Griechenland, die bedeutenden Kapitalinsel befinden, durchgehen. Ich werde nun einige der wichtigsten griechischen Redewendungen mitteilen. Patentiert gut auf. Zuhören und die Ohren bitten. Ich hab verstanden. Alter, vielen Dank, dass heute auf Griechisch Evkaritopoli. Haben die das geknallt? Ja? Gut, machen wir vielleicht eine kleine Gegenprobe zur Absicherung. Wie heißen die? Name.
Ich bin gleich hier unten bei Ihnen. Rotwitter. Aber ein Dönername. Eutere guten Rotwitter. Gotthard, vielen Dank auf Kriegit. Nehmen Sie dir dein Beispiel. Der Rotwitter, sehr gut. Und bitte Parakalo, auch merken. Damit kommt man eigentlich in Griechen. Lachen die wenigsten dann den richtigen Tellen. Immer gute Rudinnen. Die haben hier, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, und das ist wirklich bald bei der, die haben hier in Griechenland auch mit einigen Fragen zu rechnen. Nicht nur von der einheimischen Bevölkerung, es sind wie getagt ein paar deutsche Gäste hier und natürlich auch, die sind natürlich der viele Österreicher. Und dadurch, dass die immer in der Uniform sind, repräsentiert die Bundesrepublik Österreich und die Franken, die an die richten. Gott, bitte wiederholen die. Auch bald mit ein. Ja, ich bin manchmal ein kleiner Entertainer. Ich werde nun die wichtigsten Fragen nennen, damit die Witten bitte dich in der Ergebnis, die der Ton zu verhalten haben. Er denkt, was ist mit deinen Tänen bei dir? Zweitens, ist ihnen nicht heit unter dem Kabel? Drittens, können die das bitte wiederholen? Und viertens, und das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, was macht der Bounder da auf dem Beat, wohl ein paar Blut? Auf diese Fragen antworten die mir ganz einfach mit Österreich ist frei. Kann ich da gut mit nichts passieren. Gut, damit wird das Wichtigste überbrochen. Lassen Sie uns jetzt noch eine kleine Muskelübung durchführen, damit wir ein bisschen in Stimmung kommen, bevor wir das so richtig duden lassen. Die Übung, die wir nun durchführen, die nennt sich der eiserne Hampelmann. Und die besteht aus 8 Tempi. Der Plural von Tempo. Und bei dieser Tempi-Übung bin ich dann eingestiegen und der hat mir erkannt, weil ich keine Uniform angehabt habe. Rekrut, warum trage ich keine Uniform, respektive einen Taucheranzug? Moment einmal, Ihre Vitate kommt mir bekannt vor. Ja, denn die nicht der Rekrut, Deep. Ja, Tiptit! Und morgen den Tito! Und ich habe das geschwind erklärt mit den Prüfungen und gefragt, ob er mir helfen kann beim Garagen, aber immerhin geht es ja doch um Österreich. Na, Tiptit, wenn es um Österreich geht, bin ich die Vorderstelle. Liebe Gruppen, unterbrechen Sie sofort die Ausbildung oder fragen dabei die Rotwitter, der Reichsadler ruft mich. Und wir sind dann. Was? Danke. Und wir sind dann zu dieser Garage gefahren, eh gleich mit dem Panzer, dass wir halt nicht so auffallen, und haben dann mit vereinten Kräften das Garagentor hingekommen. Oh, Tiptit, jetzt holen die den Larifari heraus und dann lassen die uns von hier, ob die Nächsten verduften. Und ich renne rein, hol das Mariana, begib mich schnurstracks Richtung Olymp und komm da drauf, verdammt. Ich hab irgendwas vergessen. Aber mir ist bei du nicht eingefallen, was. Tiptit! Kommen Sie sofort wieder zurück, das ist der Befehl! Tiptit! Das Mariana dann den Göttern überreicht. Na spitze, Thomas, spitze, du folgendes Prozedere! Wir Götter werden das Mariana jetzt vernichten! Na ja, das war für die. Na, du. Schau, Tommy, es ist so. Bei dieser Vernichtung, da gibt's ein geheimes Verbrennungsverfahren. Darfst du nicht zuschauen? Und vielleicht ist es besser, wenn der Poseidon da bleibt, sicherheitshalber, weil der war früher doch einmal Brandmeister bei der Feuerwehr. Damit das nicht passieren kann, gell? Ja, und was tue ich? Was ist jetzt die nächste Prüfung? Ja, schick's mir zum Orakel von Delphi! Zum Orakel? Wie komme ich dorthin? Tommy, ganz einfach. Da fährst du einfach U3 bis Alexis Obersplatz. Das ist so ein pochener Schmäh, aber mir gefällt er. Dann steig um eins Richtung Schafkäsegossen, gehst noch ein Stückchen. Und dann bist du eigentlich eh schon da, oder dann ist es. Fein.
Also ich nicht. Einen so kann ich. Ich hab sich alle den mit dem Mund. So ich. Einen Augen. Hup. Die. Möw. Überhaupt nichts verändert. Und ich bin Richtung Orakel und das Orakel war in Othos. Das ist so am Herzen der Insel, da geht man so ein malisches Bergdorf durch Othos durch, kommt zu einer Holzhütte, wo groß oben steht, willst du das Orakel sprechen, musst du eine Münze blechen. Oh, ist das wie die Münze blechen? Deshalb bin ich da. Frau Roswitha. Hätten Sie vielleicht eine Münze für mich? Wir kennen uns doch schon ein bisschen. Da tun wir dann, sonst müssen wir das Programm abbrechen. Wenn es mir nachschaut, das war total nett, wirklich. Weil, komm gleich ein bisschen rüber. Können Sie eh, ein größerer ist nicht so tragisch. Was halt finden, gell? Was? Mei, danke schön. 2 Euro, ist das? Danke, Frau Roswitha. Darf ich Rosi sagen? Nein, das ist eine Bagelmünze, gell? Danke. Na, da gefällt mir das schon mehr. Nein, wirklich, weil, wissen Sie, man kommt oft in die Situation, ja. Auf alle Fälle, man kommt dann zu dieser Holzhütte und ich habe Gott sei Dank selber 2 Euro mit. Und wirft diese Euro da rein und die Tür geht auf und plötzlich steigt vom Boden ein Nöwe aus, also ein Bodennöwe. Wo jeder, der das sieht, sofort sagt, ja, so ein Bodennöwe. Und das Orakel nöbelt auf mich zu, nöbelt ganz nah an mich ran und sagt sehr bedrohend, grüß Gott, Herr Stübschütz, ich bin das Orakel, bitte stellen Sie Ihre 3 Fragen. Ich habe noch eine. Ja, lieber Stübschütz, das ist mir relativ povidel. Sie haben für 3 Fragen bezahlt. Also eigentlich die Roswitha, wenn wir genau sind. Also werden Sie auch 3 Fragen stellen. Ja, Orakel, auf Anhieb fallen mir keine 3 Fragen. Ja, mir auch nicht. Dann soll sich die Frau Roswitha halt auch eine Frage überlegen, nicht? Na, ich habe uns schon Lohn dafür, nicht? Und die anderen blinden Passagiere können sich derweil ja auch eine Frage überlegen. Ja, Herr Rackl, ich meine, das kommt für die Frau Roswitha schon sehr plötzlich. Die schenkt mir voll 2 Euro und soll sich dann auf Anhieb eine Frage überlegen, ist schon viel. Ja. Gut, dann machen wir es so. Dann geben wir der Frau Roswitha halt 15 Minuten Zeit, nicht? Und in 15 Minuten wird sie sich eine Frage überlegen können, nicht? Und die anderen blinden Passagiere können sich dabei auch eine Frage überlegen. Ja, und was tue ich dabei? Ja, dann kommen sie halt in der Zwischenzeit rein zu mir, auf einen Riffelchip oder auf einen Tupler oder auf einen Kaffee. Ein Dalmei habe ich da, ein Brotomo. Gut, machen wir das. Nimm's Platz. Folgendermaßen, liebes Auditorium, es ist jetzt gleich Pause und Sie haben auf Ihren Tischen Kärtchen aufliegen, wo Sie direkt eine Frage in das Orakel richten können. Es gibt dann hinten an der Bar, oder? Ja, eine Box, wo Sie das einwerfen können, wenn Sie wollen, es ist kein Muss. Und für Sie, Frau Roswitha, wir machen es am besten so, Sie kommen dann nach der Pause ganz locker und entspannt, Sie Mehrstufe, zu mir auf die Bühne, ja? Sie ist begeistert, gell? Ja, dann gibt's gleich 2 Gusenbauer Damen, ja? Und stellen am besten Ihre Frage dann gleich direkt Chor und Publikum. Sehen Sie, Frau Roswitha, man kann es nicht oft genug sagen, aber meistens ist es besser im Kabarett, man sitzt nicht in der ersten Reihe, gell? 15 Minuten Pause! Dankeschön! Was da Nachricht ist, zeig vor dir. Ich seh schon laut der große Bruder von der Maus. Ich seh schon. Ich weiß nicht, ich spür überhaupt nichts. Wieder war das Muskatnuss gescheit letztes Mal. Finally. Jetzt wird der schon wieder gehen. Jetzt, wo ich mich derzeit in einer Phase der Glücklichkeit befinde, kann ich das in einem logischen Satz sagen?
Ich hab sich alle miteinander, so wie ich das ist, in meinen Augen sehr stark verändert. Was hat wohl gerade der Dumme beim Orakel gemacht? Ja, liebe Frau Roswitha. Nein, bleib ruhig sitzen, nein. Na, Sie brauchen nicht wirklich auf die Bühne. Wir wollten nur, dass Sie in der Pause ein bisschen schwitzen. Haben Sie eine Frage vorbereitet? Ja. Ja, bitte. Zu dir oder zu mir? Du willst es aber ordentlich wissen, Baby. Frau Roswitha, wenn Sie mich so direkt fragen, ich glaube, ich will das nicht für alle besprechen. Kommen wir nach der Vorstellung. Also, das haben wir noch nie gehabt. Ohne viel Schnickschnack, gleich direkt schon. Ich brauche jetzt, gut, es waren ja auch nette. Zu dir oder zu mir? Es waren ja auch sehr, sehr nette Publikumsfragen dabei. Leider können wir ja nicht alle beantworten. Ich kann es jetzt nicht mehr anschauen. Da fällt mir gleich das Kabel vom Funkmikro raus. Es waren ja nicht die Publikumsfragen dabei. Leider können wir nicht alle beantworten, weil sie ja den Zeitrahmen sprengen würde. Aber eine ganz nette vom Florian Meierhofer. Ist der da? Wo ist der, Florian? Ja, da hinten. Sie, so müssen Sie aufpassen, gell? Sag ich nur. Das war er mal. Der Herr Florian lässt fragen. Kommt Österreich bei der EM in die Endrunde? Es ist schön, dass es noch Utopisten gibt. Herr Florian, Sie kennen die Antwort. Ich will sie nur ein wenig anders formulieren, weil ein einfaches Nein wäre etwas zu platt. Lassen Sie mich so sagen, Herr Florian. Es gibt Menschen, die sind im Rennen so weit hinten, dass sie glauben, sie führen. Danke, lieber Florian. Nun, lieber Herr Stripschitz, ist es nun an der Zeit, dass Sie Ihre Frage mich richten können. Super, es ist so, ich mache nämlich gerade diese 12 Prüfungen des Herakles und mich jetzt nur interessieren, was die nächste Prüfung ist. Ja, lieber Stripschitz, folgendermaßen, Sie müssen jetzt nach Picatia, das ist die Inselhauptstadt hier, Sie müssen ins Gefängnis von Picatia und einen ganz einen prominenten Insassen aus diesem Gefängnis befreien und auf den Olymp raufbringen. Ja, Sie können das Gefängnis in Picatia gar nicht verfehlen, da steht groß drüber Augeias Prison. Nur, lieber Herr Stripschitz, passen Sie auf. Dieser Insasse in Picatia, der ist auch bekannt unter dem Namen Hannibal, der Kannibale. Ja, also sollten Sie sich an die dortigen Sicherheitsvorkehrungen halten. Lieber Herr Stripschitz, nähern Sie sich nicht der Glasscheibe. Berühren Sie nicht die Glasscheibe. Und ganz wichtig, Herr Stripschitz, erwähnen Sie in seiner Gegenwart auf gar keinen Fall einen Sterz, nur eine saure Suppe. Viel Glück. Und ich bin ins Gefängnis von Picatia gefahren und dieser Gefängniswärter hat mich auch noch auf ein paar Sicherheitsvorkehrungen aufmerksam gemacht und die gehen in das Gefängnis und ich sage ihnen, da sind wirklich die schlimmsten Schwerverbrecher gesessen, die man sich vorstellen kann. Mike Tyson. Und daneben gleich Hannes Katnick.
Na, ganz neu im Programm. Und in der letzten Szene war er Hannibal der Kannibale. Denk mir, den kenn ich, das ist der Stefan Remmler. Kennen Sie noch einen Stefan Remmler? Alles hat eine Idee, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz. Es ist quasi... Schott. Sitzt er da im Gefängnis und ich bin jetzt im Hingang und so, guten Tag, Dr. Remmler, mein Name ist Special Agent Stipsitz. Darf ich mit Ihnen reden? Sie gehören zu Zeus-Leuten, nicht wahr? Darf ich Ihren Ausweis sehen? Näher. Näher, bitte. Der läuft ab in einer Woche. Sie sind kein wirklicher Gott, nicht? Na, Dr. Remmler, bei Gott nicht. Ich mach nur gerade diese 12 Prüfungen des Herakles. Zeus schickt einen Anfänger zu mir? Nun denn. Was hat Hannes Kartnick Ihnen zugeflüstert? Der multiple Hannes Kartnick in der Zelle von nebenan, er hat Ihnen zugezischt. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich kann deine Schweißfüße recken. Ich verstehe. Ich selbst vermag das nicht. Sie benutzen Sir Irish Moos Rasierwasser. Und manchmal trinken Sie es auch. Aber nicht heute. Dr. Remmler, es ist so, ich müsste Sie nur aus dem Gefängnis befreien und auf den Olymp aufbringen. Quid pro quo, Agent Stipsitz. Sie erzählen mir etwas, ich erzähle Ihnen etwas, aber nicht über diese Prüfungen. Über sich selbst. Fragen Sie, Dr. Remmler. Was war das schlimmste Erlebnis in Ihrer Kindheit, Agent Stipsitz? Wie ich meine Eltern das erste Mal beim Geschlechtsverkehr erwischt habe. Doch da war noch etwas, Agent Stipsitz. Was war es? Dr. Remmler, es ist mir wirklich peinlich, ich will über die Sache. Quid pro quo, Agent Stipsitz. Was war es? Wie ich meine Eltern beim Geschlechtsverkehr erwischt habe, da. Wie soll ich das sagen? Da hat mein Vater Trompeten gespielt dabei. Sie wachen nachts immer noch auf, nicht wahr? Sie wachen auf und hören die Trompete spielen. Sie werden mich es wissen lassen, wenn die Trompeten schweigen. Danke, Agent Stipps. Danke. Quick, wo, quo, Dr. Remmler. Ich meine, wieso sind Sie überhaupt Kannibale geworden? Ist ja kein anständiger Beruf. Und der Dr. Remmler hat mir das dann erklärt, aber ich sage Ihnen, in einer schonungslosen Direktheit. 3, 4, 5 Mal in einem Monat hat es bei uns Sterz gegeben. Doch davon musste ich immer kotzen.
Ich kann die Pampe nicht mehr sehen. Dann die Idee mit dieser Suppe. Mit miese Muschel soll sie sein. Doch ich wusste beim ersten Löffel, der Sterz von gestern kam mit rein. Keinen Sterz mehr außer Till. Ich will nen Schnaps aus Sankatrein. Hololodelti, hololodelti. Falls du jemals wieder Sterz kochst, schlag ich die Küche kurz und klein. Keinen Sterz mehr außer Teen. Ich will nen Schnaps aus Sankatrein. Ja, falls du jemals wieder Sterz kochst, misch ich dir Patex mit hinein. Sag doch, der Remmler, aber ich bitte Sie, man, das ist ja kein Grund, dass man Kannibale wird. Ob er sogar als Kannibal sei, ist gar nicht so unlässig, weil du hast nie Probleme mit Gentechnik. Und der, der eine Zeit lang im Dschungel klebt und sogar Flugzeugabsturz im Dschungel war, für die Kannibalen immer ein Festessen. So eine Kinderüberraschung sei. Und er hat es dann einmal mit einer Frau probiert, aber es ist leider auch das kläglich in die Hosen gegangen. Aha, aha, aha. 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 Amino. Aha. Heute Nacht ist so weit. Aha. Eine Single-Frau sich auf mich freut. Aha. Ein blöder Zufall. Das würde ich so gerne finden. Das. Bevor wir uns in den Hapfen hauen. Aha. Serviert sie mir was zum Verdauen. Sie bringt einen Sterz im Mokernsterz. Sie bringt einen Sterz im Mokernsterz. Na, na, na. Haben wir nicht ein Schnitzel da. A Thunfischstoßen tat's ja auch. Ist ein Sterz bitte Alarm. Na, 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 ich will kein Sterz, ich will kein Sex. Na, 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 du bist die gleiche wie mein Ex. Na, 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 und selbst in meiner Fantasie. Na, 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 so viel Sterz, da fries ich nicht. Na, na, na. Una morto di Marco, ich will kein Sterz, ich will kein Sterz, ich will kein Sterz. Und auch keine saure Suppen, saure Suppen, nie wieder Sterz. Zu den Nachrichten. Wien. In Österreich gibt es zurzeit 10.000 Obdachlose und 1,2 Millionen Touristenbetten. Alltag raus. Österreich rein. Ins Ausland. Auf der griechischen Insel Karpados ist der berüchtigte Menschenfresser Dr. Stefan Remmler, auch bekannt als Hannibal der Kannibale, aus dem Gefängnis entkommen. Um bestätigten Gerüchten zufolge hatte er einen jungen Österreicher aus Stinnaz als Komplizen. Von den beiden fehlt bis dato jede Spur. PS, Chamis ist tot. Diep, diep! Ich möchte nicht langsam mal schauen, diep, diep! Ja, Kinder, geht der weg da vom Bounter? Hut, hut! Hut! Diep, diep! Tip, tip. Dr. Remmler hat dann am Olymp abgeliefert und ich sage Ihnen, das war eine Horrorfahrt dorthin. Da wollte man nur auf Herz und Nieren, aber weißt du wie. Aber die Götter waren total erfreut über den Remmler und haben als Belohnung einen Nachmittag freigegeben und mir Karten geschenkt fürs Amphitheater in einem Mopi. Und ich bin nach einem Mopi gefahren und gehe in das Theater und das war schrecklich. Also du bist zugegangen,
Wett, Wett. Aufs Wien Burgtheater. Aufs Ärgste. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, seit die Toten Hosen dort gespielt haben, kommt mir das ja immer mehr dorthin. Die Burgtheater-Hooligans. Wirklich, wo die Leute fürs Rapidmatch keine Karten mehr kriegen, gehen jetzt ins Burgtheater. Ich hab das selbst miterlebt, wirklich. Da gehst du rein und du glaubst, du bist im Hanapi-Stadion. Elfriede Jelinek! Elfriede Jelinek! Wir wollen den Goethe sehen, wir wollen immer wieder, immer wieder, immer wieder schlingen sie. Unschöne Szenen. Und es gibt ja jetzt auch so einen Platz, also so einen Burgtheatersprecher, der vor dem Theaterstück die Aufstellung zu sagt: Meine Damen und Herren, mit der Nummer 1 als Hamlet, Klaus, Marie und Ole Brandauer. Und bei Romy und Julia, wie sie die Julia vergiftet, stirb, stirb, stirb. Na. Gehst du nicht hin. Gut, wobei, es erübrigt sich auch, sind ja die Preise schon ein Wahnsinn, nicht du? Loge 300 Euro, da sitzt aber nur. Mehr ist da im Package. Da muss man der Stelle offen und ehrlich sagen, und bei dem Gag, der jetzt kommt, da lerne ich mich sehr weit aus. Sieh? Da hat es der Udo Jürgens gut. Du, wenn der mit seiner Frau ins Theater geht, nützt sie nicht mehr den gleichen Preis. Er Senioren, sie Schüler. Ist schon knapp, gell, da muss man, kann man gerade noch sagen. Naja, er wird's überleben. Naja, nein. Und nach dem Amphitheaterbesuch war ich nervig, wirklich am Boden und bin zurück am Olymp auf und wollte bei den Göttern ein für mal einiges klarstellen. Tommy, was ist los mit dir? Du wirkst so zwitter. War bei dir ein großer Bruder von der Maus? Wirklich nicht. Ich bin jetzt vor euch herangetreten, weil ich nämlich eine kleine Ansage zu machen, wenn es mir alle zuhört, auch Hermes und so. Und zwar, ich habe jetzt lange überlegt und ich bin wirklich in mich gegangen und habe im Grunde meines Herzens selbst einen Entschluss gefasst, wo ich eigentlich sage, ich mag die Prüfungen nicht mehr machen. Ich war, Entschuldigung, ich bin dahergekommen, damit ich den Urlaub mache. Und dann kommt sie daher und sagt, sie soll diese blöde Prüfungen machen. Wieso habt ihr denn da kein Auto gefunden? Ich bin gedampft wie der Arme in einem Pyjama schlafen. Getammelt, was du nicht warnen will, Pepe, hä? Magst du Hip? Frischen Hirschbraten am Auto. Das hat aber lang gedauert jetzt. Thomas, schau, du hast 5 Prüfungen bravourös gemeistert. Du kommst deinem Wunsch, deinem Ziel immer näher. Jetzt aufgeben, das war ja auch nix. Ha, Tommy? Ha? Na, wo ist der Tommy? Ha? Na, wo ist der Tommy? Hör auf jetzt! Was ist? Zum Beispiel. Wenn wir da sagen, 3 Prüfungen streichen. 4. Na ja, 4 ist schon viel, oder? Ja, was ist denn überhaupt nicht mehr los? Okay. Aber nur unter der Bedingung, wenn der Turnus so sehr einverstanden ist damit. Feier. Das ist nicht wie. Okay, dann 4 Prüfungen. Gut, dann mache ich es aber nur mehr für euch. Ich ziehe für euch in die letzte Schlacht des blutigen Krieges. Und ich werde den Ring der Meister vernichten. Und da den Da Vinci-Code knacken. Poseidon,
Ich warte im Taxi. So, pass auf, da haben wir gefährliche Kurven. Da vorne ist deine nächste Prüfung. Du, Poseidon, ich meine, jetzt unter uns darf ich dich mal was fragen. Ja, Schwäche, du. Bist du eigentlich gern Gott? Ja, du, was hast du gern? Mei, du, das war damals eine Aktion von der Kammer. Mei, weißt du, da hab ich einfach unterschrieben, gell. Ich mein, solche denke ich, ich weiß, vielleicht gescheiter gewesen, ich hätte erst die Maurerlehre fertig, aber hört's nicht, gell. Das Problem ist ja das, weißt du, damals, dass die Leute nicht mehr so an uns glauben, gell? Oder Götter allgemein. Ich kenne ja euch einen Gott da, gell? Ne, sehr lieber Kerl und bemüht sich eh, gibt's eh nichts. Du. Einmal im Jahr sind wir bei ihm zu Gast, da um den Himmel. Ja, wenn du eingeladen bist, musst du kommen, gell? Das hilft nicht. Da tut er immer so Überraschungen vorbereiten für die Gäste. Da lässt man, wenn man oben so einen Thea-Vortrag herzeugt. Bilder von den Kreuzzügen. Eh, der Bu auch dabei. Aber weißt du, den Rennen halt auch ein bisschen die Fans davon, nicht? Na ja, sicher, damals geht es an einem Sonntag beim Spar mehr Leute, sind wir nicht besser. Es ist so. Aber ich sag dir eins, du wirst ja gar nicht glauben, was du für eine Freude uns gemacht hast, dass du diese Prüfung absolvierst. Ich sag dir ehrlich, du, seit dem Herakles kannst du sagen, bei uns tote Hose, gell? Und jetzt gibt's wieder einen Trautl, also keinen Trautl. Einen Auserwählten. Der sich da drüben traut, gell? Und das wird auch eine Lebenserfahrung für dich, die du deinen Lebtag nie missen wirst müssen. Ja, lass mir das so stehen, gell? Da vorne ist deine nächste Prüfung. Poseidon, das kann aber nicht ernst sein. Das ist ja ein Magic Life Club. Man, was soll ich denn dort machen? Du, das kann ich dir nicht sagen, gell? Da musst du diesmal selber draufkommen. Kann dir nicht viel Glück dabei wünschen. Und ich bin ein, den Magic Life Club. Und habe mir mal die Bar gesetzt und auf den Schock was getrunken. Ich bin aber dadurch in den Genuss gekommen, dass ich zwei Männer zugehört habe, wie sie über andere Frauen gesprochen haben. Ich sag dir eins, ja? Ich komme schon seit 13 Jahren daher. Immer am gleichen Platz, immer mit der gleichen Frau. Muss dir vorstellen, dass das noch gibt, pass auf. Da sitze ich gestern, f'nacht, Strand mit meiner Frau. Ich meine, dass das noch gibt, ja? Und da habe ich meinen Sonnenuntergang angeschaut. Nicht auf klassisch, mir war es ja wurscht, pass auf. Jetzt kommt bitte der Clou, ja? Für mich dreht sie sich her zu mir und sagt mir ein paar Hart ins Gesicht. Masel. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich liebe dich. Ich sage, Teto. So. Nee, sicher. Auf den Punkt muss das bringen, oder? Ja, mit so einem Spruch ist gewonnen, da fressen sie das da an. Aber gehören die für gehören die. Das war mir dann aber auch zu viel. Probieren sie das nicht aus daheim. Und ich würde runtergehen am Strand und plötzlich klopfen wer von hinten auf die Schulter. Hallo, ich bin der Thorsten, ich mache eine Umfrage über Buddhismus und wollte Sie fragen, ob Sie sich ein bisschen dafür interessieren tun. Ich bin schon Donnerlandkunde. Und bin runtergegangen am Strand und hab auch eine freie Liege gefunden. Und ich ist zum ersten Mal ein bisschen Urlaubsstimmung aufgekommen nach den Strapazen der letzten Tage. Vor mir war das Meer, die Prüfungen waren total vergessen. Ich hab mir die Liege so zurückgestellt und bin in einen Traum versunken, hab aber die Wüste unterbrochen davon. Lieber Mann, das ist unsere Liege. Wir haben uns die Liege bereits nach dem Frühstück reservieren lassen. Das kann überhaupt nicht sein, die Liege kann uns gehen. Gescheiter zum Buffet und heute noch ein paar Bockrock-Kaketten. Das Stecker soll ich dran.
Sie Rohling, Sie, wenn Sie mich weiter noch so anbrüllen, werde ich Ihnen eine brennen. Für die einen sind wir Schweizer, aber für den anderen die langsamsten Franzosen der Welt. Und plötzlich von hinten, hallo, mein Name ist Ari von Bruegelen, man nennt mich auch den fliegenden Holländer und den Tschechizang von Amsterdam. Das ist mein Herzblut und das, Kameraden, ist unsere Liga. Das gibt's nicht, der kennt's ja Knackdeutschen haben, die Berg und die Liga kann uns. Hallo, ich bin der Thorsten, ich mache eine Umfrage über Buddhismus. Und okay, Freunde, macht ihr das allein aus? Und ich bin weggegangen und plötzlich ist es total dunkel geworden, wie bei einer Sonnenfinsternis. Ich krieg die totale Panik und so ein Ost baut sich von mir auf und sagt, hallo, mein Name ist Wladimir Klitschko, wollen Tempo, wollen Milchschnitte, da eine auf die Murmel. Und die Daumleine mitten am Stoß von Spanier. Und das war total super. Die waren auch total lässig drauf. Und wir sind alle so im Kreis zusammengesetzt und die haben eine Gitarre dabei gehabt. Und bei den Spaniern ist das Brauchtum, wenn man so im Kreis zusammensitzt, wird die Gitarre weitergeben und jeder muss ein Lied spielen und eine Flasche Wodka trinken. Und wie ich dann dran war, habe ich gesagt, ich komme aus Österreich und habe gesagt, sie darf nicht so gerne ein österreichisches Lied hören. Und ich habe dann vorgespielt den Strandbrunzer-Tango. Weil das insofern gut war für die Spanier, weil in dem Lied kommen spanische Wörter vor, die sie aber gleich in der nächsten Zeile wieder erklären. Und die Hauptfigur ist die Guardia Civil, die spanische Polizei. Im Schutz der Dunkelheit gehe ich noch an den Strand, mit einem kalten Zigarillo in der Hand, das Handtuch lässig um die Schultern mir gehängt, als plötzlich mich ein dringendes Gefühl bedrängt. Ich bisch ins Meer und denke mir dabei nicht viel. Auf einmal kommt da so ein Guardia Civil, der sagt zu mir, aquí prohibido me ar, was so viel heißt, dass Brunzen dort verboten war. Ich sag darauf zu ihm, lo siento muy señor, doch die Entschuldigung war leider für die Hohe. Er hat mich brennen lassen, freundlich war das nicht. Dann hab ich gefragt, ob er vielleicht eine Feier hätte. Darauf sagt er nur, aquí prohibido fumar, was ganz eindeutig ziemlich raucherfeindlich war. Doch dann hat er mich mitgenommen in eine Bar, weil ich hab ihm erklärt, ja so die Austria. In dieser Bar waren lauter Guardia Civil, die haben sich gegeben gerade ein Fußball-Länderspiel. Ich bin daneben gesessen und hab deppert geschaut, hab mir einen angenäht und mein ganzes Geld verhaut. Weil die haben gesoffen, illa quenta para mi. Wir waren Borrachos, also angestrahlt, aber wie. In meinem Dusel wollte ich heimfahren ohne Geld, doch für die Guardia Civil war ich der Held. Ich hab bei einem Onkel von dem einen gewohnt, die Schwester von dem anderen hat mich schwer belohnt. Dem Dritten seine Mama hat Paella gekocht, so kann's ihm gehen, wenn man wohin brunst in der Nacht. Seither fahr ich sehr oft nach Andalusien und tu dort mit die schönsten Weiber schmusien. Ich friss mit dick und rund und wann ich Neger bin, geh auf Nacht am Strand und brunst ganz einfach. Dann kommt bestimmt ein so ein Guardia Civil, deinen Ether abkassieren will. Ich frage ihm gleich, ob er eine hübsche Schwester hat, weil für eine Schirche ist das Bischen mir zu schad. Und wenn er ja sagt, schnappt die Falle wieder zu. Ich hakel nix und mach nur ab und zu Lulu. Als Österreicher hast in Spanien leichtes Spiel. Es lebe hoch die ganze Guardia Civil. Dankeschön. Dankeschön. Und die waren total berührt und begeistert von dem Song. Und ich habe dann was gemacht, was ich nüchtern überhaupt nicht gemacht hätte. Aber sie war so jung und sie hat einen Feier gehabt, einen Esprit, die Mary. Und ich habe es dann wirklich gemacht mit ihr und mich angemeldet zur großen Magic Live Club Tretboot Rally. Ja, ja, Und ich bin ziemlich gut unterwegs gewesen. Ich bin bis ins Finale gekommen und da ist immer ein Tretboot gegen das andere gefahren. Also einer gegen einen anderen. Könnte ja sein, dass das wer von Ihnen im Urlaub auch schon mal mitgemacht hat. Na, no, dann nicht. No. So hat ja auch niemand in Strache geholt. Aber es ist eine Gaude, also das Tretboot fahren.
Aber im Finale habe ich stark zum Kämpfen gehabt. Das war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ich schaue um ins andere Tretboot. Und der Mann, der da drüben gesessen ist, der war sonnengebräunt mit vielen Tätowierungen und so ein Band hat er angehabt, so ein Band. Wow. Nein, alles muss nicht sein. Und ich schaue genau, das gibt's nicht. Sitzt da drüben im anderen Tretboot der Robbie Williams. Und da war ich gleich noch motiviert, weil ich sehe, ob das der Robbie Williams ist. Weil seit dem Robbie Williams müssen wir Männer nämlich leiden. Und auch wenn da deine Frau hundertmal sagt, ich liebe dich, wenn der Robbie Williams vor der Tür steht, ist sie fort. Ja. Was gar nicht nachdeuten, Roswitha. Zuerst noch die große Liebe und jetzt? Und ich sage euch jetzt eins, Burschen, Männer, dann halt Burschen. Ich hab mich für uns alle gerecht. Weil bei der Tretbootrallye am Magic Life Club, das muss das Metapher sehen. Schon wurscht auf was. Habe ihm Robbie Williams im Namen der gesamten Männerschaft, the whole man's world, einmal so richtig die Meinung ins Gesicht gesagt. Down 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 down. Deine Lieder werden Hits und meine Lieder sind ein Witz, deshalb spielen's mich nie auf MTV. Du wohnst in einer Riesenvilla, ich kauf bei Hofer, du bei Billa. Doch jetzt kommt die große Chance für mich. Man, sicher schaust du besser aus und sicher ziehst die Hälfte aus. Du kriegst Angebote Ende nie. Du hast Geld im Überfluss, mein Konto, das ist nie im Plus. Nur in einer Disziplin schlag ich dich, weil ich fahr schneller Drehboot. Ich fahr schneller Drehboot. Come on, come on, come on, come on. Ja, come on, come on, come on, come on. Ja, come on, come on, come on. Come on. Dankeschön. Na, Thomas, das war ja spitze, was du das erledigt hast bei der Matze Live Club. Das war das komplette Chaos, bitte. Na, überhaupt nicht, Thomas. Du tust in der Aufgabe zwei Prüfungen, den einen aufwaschen, tawuschen. Nur sicher tawuschen. Du hast zur Völkerverständigung beigetragen und du hast eine Tretbootrallye gewonnen. Pass auf, Thomas. Jetzt wird's ernst. Dadurch, ja, dass wir die ja vier Prüfungen gestrichen haben, kommt jetzt die letzte Prüfung. Diese Prüfung, diese, die führt dich in die Unterwelt. Du tust du Ausschau halten nach dem Gott Hades, das ist der Gott der Unterwelt. Der hat einen Hund dabei, der Cerberus. Den kannst du nicht verkennen, der hat drei Köpfe. Also der Hund. Und die bringen dir dann zum heiligen Trinker, hast du das verstanden? Und Thomas, bisschen mies ist tot. Bitte lass jetzt nicht mich auch einmal in die Tasse sagen. Ich habe nämlich das Gefühl, als würde ich da die ganze Zeit über nur ignoriert werden. Das ist aber so. Thomas, jetzt hör ich dir nicht zu. Steh jetzt dabei auf, wie ich es sagen. Bitte, das nicht machen. Thomas, die Zeit, das ist der Feind der Liebe. So ist es, so ist es gar nicht so schlecht, jetzt gibt es andere. Das Ich, Thomas, das Ich, das alles ist Ich. Bitte,
Das ich da nicht. Das versinkt innen im Ozean. Ja, dann ist es fort. Der Trainer, bitte, der Trainer. Der Trainer, der Trainer, Thomas, die Trainer versinkt auch in den Ozean. Aber die Trainer bleibt. Verstehst du das? Damals. Wenn Sie damit tanzen, fange ich noch mehr an. Was ich der Dame mit den anderen Worten sagen möchte. Es geht ja. Thomas, ich flehe dich an. Jetzt pass jo auf, dass sie du in deinem Leben nie verhinderst. Hallo? Ah, grüß Gott. Sie sind der Herr Hades, gell? Ist aber ein lieber Hund. Ja, wer bist denn du? Oder wer schaut's denn hier? Ich geh einfach oben. Gut, danke, Wiedersehen. Und ich bin runtergegangen, die Unterwelt, und das war Wahnsinn. Da waren die ganzen Verdammten der Unterwelt, also die in die Unterwelt obi verbannten. Da war der Sisyphus, der mit Star und der Tantalus. Der Tantalus, der steht in einem Fluss und immer, wenn er sich bucken will zum Trinken, geht's Wasser weg. Und hinter ihm steht der Baum mit Früchten und wenn er nach diesen Früchten greift, kommt der Windstoß und wehrt ihm die Früchte davon. Also der kommt nie zum Essen und zum Trinken. So eine härtere Weight Watcher Partie. Aber es waren noch viel, viel mehr Verdammte unten. Da ist er gesessen, der DJ Ötzi, der hat ein Wuhlhaberl gehäkelt. Aber die Wuhl ist nie ausgegangen. Gott sei Dank. Und der Mathe Schietz hat von einer Klippe hupfen müssen, ohne Fallschirm, nur mit einem Red Bull in der Hand. Und ich gehe weiter und sehe einen Mann, der die ganzen Ortstoffeln dieser Welt übersetzt hat. Grüß Gott, Herr Stäbschitz. Es ist aber eine große Freude, dass ich Sie da treffe. Stäbschitz, gleich eine Frage. Wie schreibt man Stenaz auf Deutsch? Herr Geisersteis, passen Sie auf, lieber Stäbschitz. Ich bin gerade dabei, eine Beweigung zu ergründen. Haben Sie gesehen? Nicht aus der Ruhe zu bringen. Es ist nämlich so, dass wir Untote uns nicht länger tyrannisieren lassen müssen. Wir sind nämlich genauso untot wie alle anderen. Es gibt hier unten einen gewissen Dr. Remler, da. Ja, grüß Ihnen, Herr Remler. Guten Tag, Agent Stipsitz. Was machen denn Sie da? Ich bin Koch hier. Das ist ein Stern, gell? Und ich bin in einen ganz kleinen Raum geflüchtet und in den kleinen Raum ist ein Mann die ganze Zeit nervös auf und ab gegangen. Ja, das gibt's ja nicht, das darf man nicht wissen. Jetzt, mir muss ja nicht was einfallen. Pass mal auf, jetzt hab ich gemacht, Ambro singt Dillen, Ambro singt Weiz, Ambro singt Moser, aber das ist zu wenig, da muss ja noch was. Was ist zum Beispiel, wenn ich mache, zu, Wolfgang Ambros ist Forrest Gump. Nicht? Nein, das glaubst du mir nicht, nein, das ist nicht gut. Aber wenn ich mache zum Beispiel, erst geh raus da, sag einmal. Der Fendrich wieder manipuliert. Ja, einer muss ihn verpfiffen haben. Pass mal auf. Na, hör zu. Wenn ich mach zum Beispiel, Ambro singt Schubert. Na, ihr klar, das ist mein Protest, wenn sie jeden Mozartstrauß, da können sie Jahre machen bis schwarz werden. Du willst jetzt Augen machen. In einem Bächlein helle, der Schuss in froher Eil, ho, ho, die launische Forelle vorüber. Wie, also gut, sag mal, Brase, fuhrt wieder auf, sonst bist du hin. Ja, über Ruhe.
aus. Hör auf, da dürft nicht klatschen. Das ist, nein, ist lieb, aber das ist fehl am Platz, weil das ist wieder zu direkt. Also die Message, die müssen das schon bocken, was ich sagen will. Aber die mach, guck mal, die mach. Ambro sind die 10 Gebote. Na, das ist auch nix, gell. Das sind 10 Strophen. Ja, wo singst du als Refrain? Ja. Du kannst da kein Vater uns eine singen. Oder mal mit, wenn ich mach Ambros, singt das Telefonbuch. Ja, why not? Da machst du einen Vertrag mit Herold. Nein, das ist alles miteinander. Weißt du, ich habe schon seit 13 Jahren gar nicht mehr gehabt. Ist ja traurig. Weißt du, was das heißt, wenn einmal der Schnappi vor dir ist? Ja, in der Musikbranche. Das ist so tot. Na Moment mal, ich glaube, ich bald mein Hirn stehen. Jetzt habe ich die Überidee. Da wird der Kolonowitz ausflippen. Was ich mach? Und du kannst nicht wissen, wie sagt er. Ambros, also ich, ist, aber nicht im Sinne von Essen, sondern von Sein. Ambros ist der Crazy Frog. Na klar, der Crazy Frog, na ja sicher, der Punkt ist bei den Kids auch, das kannst du nämlich aufs Handy aufladen und da, und dann hat's ihn zerrissen. Ich wollte nur mehr aus dieser Unterwelt und komme beim alten Mann vorbei und frage, entschuldige, wo geht's denn da aus? Da von links, Thomas, PS, Schamis ist tot. So, jetzt reicht's mal wirklich. Was ist das verdammte Schamis? Reg dich nicht so auf, komm mit einmal. Komm. Bitte, nimm doch Platz. Schau, Thomas, die Götter haben dir am Anfang versprochen, dass du die Möglichkeit haben wirst, einen Blick in deine Zukunft zu werfen. Und genau das machst du im Augenblick. Was? Ist ich noch ein alten Mann? Naja, ewige Jugend haben sie dir nicht versprochen, oder? Ja, dann schau mal genau, ha? Du Botschel. Moment einmal. Heißt das jetzt ja, Sie sind ich und ich bin Sie? Und wenn du ein bisschen genauer geschaut hast, Thomas, warst du nicht immer an der Lösung vorbeigegangen? Die Lösung war ja so nah. Was für Lösung? Ja, die Lösung des Rätsels. Was? Was für Rätsel von einem Sudoku war nie die Rede? Oh, Moment einmal, ich meine, wenn ich sie jetzt schon da hab, das würde mich schon interessieren. Wie ist denn das? Wäre ich noch glücklich werden in meinem Leben? Na ja, Thomas, glücklich ist nicht das richtige Wort. Sag mal, so eine Uhr, die stehen bleibt, sagt auch zweimal am Tag die richtige Zeit an. Ich verstehe. Gut, ganz langsam. Wenn ich da bin, bin ich ja schon da. Oder nicht? Ja, heißt das, ich bin schon tot? Nein, du nicht. Aber ich hab dein Leben schon gelebt. Also das, ja, lass mich so. Ja. Und dann was stirb ich? Darf ich dir nicht verraten. Aber ich gebe dir einen Tipp. Wenn du am 3. Juni 2047 eine Glühbirne auswechselst, dann schalt den Strom anhörst! Ja, das hat er jetzt klar. Ja, wirklich, zum Brüllen Sauerstoff. Okay. Ganz langsam, dass ich da bin, das verstehe ich schon. Na Moment, nicht mit mir. Dann komme ich überhaupt von der ganz anderen Seite und dann stellt sich überhaupt die Frage der Fragen. The winning question. Was ist der Sinn des Lebens? Schau, Thomas, es kommt mir nicht von irgendwo her, dass du diese Prüfung absolviert hast. Liebe und Tugend, das war schon richtig. Aber ich sag dir nur so viel, wenn du da und nur fragst, wirst du irgendwann mal vergessen zum Leben. So frag nicht, sondern leb. Ja. Du musst einfach ein bisschen Sehnsucht nach dir selber haben. Du musst lernen, das Leben zu lieben und den Tod nicht zu fürchten. Dann hast du gewonnen. Halbzeitstand 5-0. Wie bei Spanien gegen Österreich. Wie der Toni Pfeffer in der Pause gesagt hat, na ja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen.
Komm mit, schau dir das ganz genau an. Ist dir dabei nie was aufgefallen? Naja, schon, man denkt ja nicht nach über diese Dinge. Ja, und ich sag dir noch was, ja, du musst da lernen, deine Feinde viel mehr zu lieben wie deine Freunde. Du musst, wenn es geht, deine Feinde immer umarmen. Weil wenn du deine Feinde umarmst, haben sie nie die Möglichkeit, dass sie Puffen ziehen. Moment einmal, Puffen ziehen. Ihr seid auch Puffenziegerverein. Jetzt wird mir einiges klar, Freunde, das hau weiter aus. Aber ich sag euch, da brauch ich nicht 12 Puffen. Und dann war er fort. Und dort, wo der alte Mann gestanden ist, da bin ich auch eingedeppert, war nur ein weißes Licht. Und ich bin diesem Licht nachgegangen, außer aus der Unterwelt, und plötzlich war alles verschwunden. Der Eingang zur Unterwelt war weg. Der Hades war weg mit dem Cerberus, also alle vier Köpfe. Und ich bin dort muttersöhne allein am Strand gestanden, an einer Weggabelung. Und irgendwie ist mir das alles sehr bekannt vorgekommen. Und in dem Moment war der Poseidon wieder da mit dem Taxi. Und ich war heilfroh drüber. Servus Poseidon, grüß dich. Du, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Jetzt war ich unten bei dem Alten. Der hat irgendwas gesagt von Liebe, Tugend, Toni Pfeffer. Oder so. Habe ich es jetzt geschafft oder nicht? Have you made a good picture? Behind the trees. I said to you, it's the best place to make a picture in Karpados. Man, Poseidon, spinnst jetzt komplett, oder was? Excuse me, das war die letzte Prüfung. Ich hab mir schon gedacht, dass du einen Dusch gibt, Konfetti-Regen, Bürgermeisterempfang. Sorry, my friend, I don't understand your German language. I only understand in German, Schnitzel, Wichser, that's all. Come, my friend, come in my taxi, huh? I bring you in your hotel. The young ladies are waiting for you. Cookie, cookie, cookie. Du, mich spinnst ja, cookie, cookie. Ich mache eine Prüfung, ich hab gesagt, ich bin wunschfrei. Hey, don't touch me, you fucking tourist. Are you crazy? Oh my God, Malaga. These people from Austria hear your things and their clothes. And don't call my brother Mike, huh? Fuck you, fucking fuck. Ja, dann fährst du halt, ist mir eh wurscht. Das gespürt er. Und ich bin dort muttersöhne allein auf dem riesengroßen Strand gestanden. Aber ich sag Ihnen, irgendwie war das ein sehr, sehr magischer Moment. In dem Moment. Und ich sage ihnen, ja, ab dem Zeitpunkt war es mir eigentlich vollkommen egal, ob sie meinen Wunsch erfüllt oder nicht. Weil vor mir war der Horizont genau der Punkt, wo der Himmel das Meer berührt. Und das Meer, das hat eine Sinfonie gespielt. Ich meine, sicher hat sich das verspielt, ist auch schon alt. Aber ich habe in dem Moment das Gefühl gehabt, als wäre ich unbesiegbar. Wirklich, hörst du, ich habe das Gefühl gehabt, als würde jetzt der Gott persönlich vom Himmel runtersteigen, mir auf die Schultern klopfen und sagen, Sieger, Sieger. Und in dem Moment war nur für mich, only for me, die ganze Welt auf einmal total in Ordnung. Ich sage Ihnen, ich habe sowas auch noch nie gehabt, das war richtig beängstigend, der Gedanke. Denk einmal nur so, da kriege ich jetzt nur eine Ganselhaut. Es hat auf einmal keinen Welthunger mehr geben und keine XX-Lutz-Familie und überall aus dem Boden ist das Erdöl rausgespritzt und auch das Thermalwasser. Und Amerika hat einen schwarzen Präsidenten gehabt, aber nicht den Willy Molterer, sondern einen Gangster-Rapper aus Harlem und der Eminem war Justizminister. Und alle Leute auf der Welt haben auf einmal die gleiche Sprache gesprochen, außer die Vorarlberger. Aber sonst hat sich jeder hoch zu jeder verstanden und dadurch, dass es kein Verbrechen mehr gegeben hat, waren die Polizisten die einzigen Arbeitslosen. Die wollten aber nicht arbeitslos sein. Die sind halt einfach selber Verbrecher geworden. Haben sie aber nur untereinander bestohlen und Selbsthilfegruppen gebildet. Und die Feuerwehr, Freunde, die Feuerwehr hat nur mehr ihre Feste veranstaltet, damit für die Rettung auch ein bisschen was zum Tun ist. Und die Kirchen, ja, hör zu, die Kirchen hat ihren ganzen Besitztum hergeben. Für Bildung, für Kultur, für Soziales. Alle Erzbischöfe haben auf einmal ihre Festplatten gelöscht. Die Rüstungsindustrie, hör zu, die Rüstungsindustrie hat weniger Anhänger gehabt als Mira Wacker-Mödling. Die
Eurofighter ums Umbau zu Passagierflugzeugen inklusive Feuerwerk bei Landung. Die bauen sie zu Dixie Klos. Es hat schon eine Kronenzeitung gegeben, nur es waren halt lauter leere Seiten. Und alle Leute auf der Welt, Freunde, haben geschlossen ihr gemundener Keramik zerstört. Weil es wirklich beschissen ausschaut. Yeah!